Hello again, happy morning in the morning. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Und vor allem gesund, weil wir hier durch unseren Schnee- und Kälteeinbruch halt auch sehr, sehr viele Erkältungen wieder haben. Und auch hinter jeder Erkältung steckt eine seelische Botschaft. Auch hier aufmerksam und auch dein Umfeld, deine Situation immer schön im Auge behalten und immer in der Wahrnehmung sein. So, was schauen wir heute? Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, was wir heute für ein Orakel machen. Da würde ich doch gerade sagen, was mir gerade so spontan reinkommt, ist, wir schauen einfach mal rein, was jetzt gerade ist, was war. Und was hoffentlich oder was kommen mag, kommen wird, kommen darf, kommen soll, wie auch immer. Und schauen wir mal, ob du dann damit dadurch in Resonanz gehst, sozusagen. So, wir schauen auf die Situation, die jetzt gerade ist. Da kam doch noch was gefloppt. Ich hab schon gedacht, da kommt nichts mehr. Okay, wir haben hier den Tod. Also es geht aktuell um eine Veränderung. Es kann aber auch um eine Ruhephase gehen im Sinne von, du hast gerade keine Lust, du willst nicht sehen, du willst nicht hören, du hast aber auch vielleicht gerade gar keine Lust, im Außen zu agieren, du hast keine Lust, jemanden kennenzulernen. Es kann sein, dass hier einfach mal gerade einfach alles ruhig ist, alles still ist, alles steht, alles liegt, nichts geht. Oder du einfach nur ganz, ganz viel Ruhe brauchst. Vielleicht hast du gerade, vielleicht bist du selbstständig und bei der Arbeit geht gerade nichts. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du gerade gar nicht weißt, was du jetzt machen sollst, weil du vielleicht auch eine Entscheidung treffen musst oder grandiose Veränderungen bevorstehen und du eigentlich ausflippen könntest, aber es geht gerade nichts. Ja, also egal für was du schaust, egal worum es gerade geht, hier geht gerade nichts oder hier soll gerade nichts gehen. Manchmal ist es auch so, dass man sich so ein bisschen in der Luft fühlt, wenn alles nicht wie gewohnt funktioniert in der Umgebung, wo man das Gefühl hat, dass nichts geht und dabei tut sich im Hintergrund Grandioses. Ja, man kann es nur jetzt nicht sehen, weil gerade etwas in der Umstrukturierung ist. Und deswegen sind diese Ruhephasen wichtig. Ja, zum Beispiel, wenn man ein Geschäft hat oder Arbeit hat oder und es geht gerade nichts. Das sind immer die Zeiten, in der wieder etwas Neues entsteht, etwas Neues wächst. Weil wenn wir ständig diesen Stress und alles in seinen Bahnen hätten, dann wann könnten wir denn auch dann transformieren oder wann könnten wir neue Ideen oder Kräfte schöpfen, ja? Deswegen, also egal, wofür du jetzt gerade schaust, hier ist gerade Ruhephase. Schlafen, ruhen. Es geht gerade nichts. Und das ist auch gut so, egal was die anderen Karten sagen. So. Okay, dann haben wir hier die Bewegung. Dann haben wir aber, okay, hier sieht man schon, hier möchte was entstehen und was wachsen in dieser Ruhephase. Aber dein Zweifel, der ist sehr, sehr groß. Und dieser Zweifel sorgt dafür, dass hier sich erstmal aktuell kein Erfolg breit macht, Erfolg entsteht. Heißt also, dass diese Ruhephase, von der ich gerade gesprochen habe, die immer, 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 immer konstruktiv ist, wenn gerade nichts geht. Selbst wenn man jetzt irgendwie eine schwierige Zeit hat, eine schwierige Phase hat, wo man das Gefühl hat, ich würde am liebsten nur im Bett liegen
und nichts machen, nichts denken, Decke über den Kopf, selbst das ist gut, okay? Aber hier ist der Zwiespalt, der auch berechtigt ist in Bezug auf den Erfolg. So, jetzt müssen wir uns aber anschauen, was hier in der Vergangenheit war, dass sich jetzt etwas bewegen will, aber es nicht vorangeht. Weil die Sonne ist natürlich auch ein Indiz von einerseits von Erfolg, andererseits von Größe, ja, von Potenzial, welches in dir steckt, um erfolgreich zu sein. Was aber hier getrübt ist sozusagen mit dem Fuchs und deswegen vielleicht auch nicht wachsen kann, beziehungsweise noch nicht wachsen kann. Es ist also noch wichtig, dass noch ein bisschen, dass du noch ein bisschen schlafen kannst. Du musst noch ein bisschen schlafen. Nee, also hier ist noch ein bisschen Ruhe gefragt sozusagen. So, was war jetzt eigentlich in der Vergangenheit los? Schauen wir mal da rein. Okay, da ging es um einen Neubeginn in deinem Leben, vielleicht in Herzensangelegenheiten oder vielleicht auch in der Arbeit. Die Münzen stehen auch immer für Arbeit. Hier ist etwas entstanden, was Bestand eigentlich gehabt hätte oder hatte. Aber mit den 5 der Kelchen geht es darum, dass du den nicht getraut hast, sagen wir es mal so, diesem Neubeginn in dem Sinne oder der Chance, etwas zu beginnen, etwas Neues zu beginnen und oder wenn es vielleicht um die Arbeit ging, dass man da die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwie einen neuen Job zu beginnen, eine neue Arbeit zu beginnen, aber du hier mit den 5 der Kelchen ja dich entweder nicht wirklich getraut hast oder einfach auch Schiss gehabt hast, kann man jetzt nicht so sagen, aber demotiviert trotzdem warst, ja, demotiviert eine Veränderung einzugehen, demotiviert weil es nicht so funktioniert hat, vielleicht wie du es dir erhofft hast, ja, weil die Münzen stehen ja auch für die Sicherheit, für einen sicheren Rahmen, für Beständigkeit, für etwas, was einem Sicherheit und Geborgenheit gibt in materieller, finanzieller Hinsicht, aber natürlich auch in emotionaler Hinsicht. Aber emotional hat es hier nicht gefruchtet, weil hier mit den 5 der Kerlchen sieht man ja, dass man eigentlich zurückgekehrt ist, dass man traurig ist, dass man einfach in der Vergangenheit hier auch Kummer hatte, Sorgen hatte in Bezug auf den Neubeginn, sei es, weil es hier um die Liebe geht in puncto emotionaler Sicherheit. Das sage ich jetzt genau ganz bewusst, weil die Münzen stehen halt auch für finanzielle, materielle und aber auch emotionale Sicherheit. Emotionale Sicherheit im Sinne von Selbstvertrauen, auch die Dinge geschehen zu lassen, die Dinge sein zu lassen, wie sie sind, um sie dann auch langsam wachsen und gedeihen zu lassen sozusagen. Mit den 5 der Kelchen ist es aber wahrscheinlich nicht zu dieser, ist es nicht dazu gekommen, ja, zu dieser Erwartungshaltung einerseits, hat aber auch etwas mit Komfortzone zu tun, dass man dazu geneigt ist, ja, lieber so ein bisschen zu schmollen und auch lieber so das Schlechte zu sehen, das, was nicht eingetreten ist, durch diesen beginnenden Neubeginn und sich dann aber auch wegdrehen und dadurch sieht man halt das Positive nicht, ja, das sieht man hier an dieser Karte, Fragesteller dreht sich weg sozusagen, schaut trübsinnig drein und übersieht aber hier, dass hier etwas ist, ja, wo man aber nicht hinschaut, das heißt, dieser Neubeginn hat auch sehr, sehr viel Positives mitgebracht, aber es hat die Erwartung nicht gefüllt, ja, und hier ist die Frage, wo ist die Erwartung, wo war die Erwartungshaltung, die sich nicht erfüllt hat, beziehungsweise was hat man eigentlich erwartet, denn alles muss oder soll, kann, darf, natürlich, logischerweise, aber eigentlich muss es, ja, das ist halt eben auch ein geistiges Gesetz, eines von vielen geistigen Gesetzen, es geht auch immer um Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit,
und damit auch die Unabhängigkeit von anderen Menschen, ja, dass man nichts erwartet und damit sich alles auch selber erschafft, ja, und das ist hier sozusagen missglückt erstmal. Jetzt gucken wir mal, was da noch die Klärungskarten sagen. Ja, ich hätte es mir ja fast denken können, ne? Es geht um die Liebe, wo sich etwas angebahnt und entwickelt hat, aber es nicht zu deinen Gunsten oder Erwartungen geschehen ist, ja. Man hat sich auch womöglich erhofft oder erwartet, dass es hier in der Liebe zur festen Verankerung kommt, dass man zusammen kommt im Sinne von einer Symbiose zwischen zwei Menschen, ja, dass zwei Menschen verankern, dass zwei Menschen sich etwas aufbauen, wo sie dann gemeinsam ja sesshaft sein können, wo sie sich einnisten, wo sie bleiben miteinander, ne? Natürlich kann es jetzt hier auch die Arbeit betreffen. Wir haben hier zweimal die Position, auch was die Arbeit und Materielles betrifft, Liebe mit Arbeit und so weiter, was hier aber nicht zu deinen Gunsten geschehen ist. Und dadurch hat natürlich jetzt hier die Sense in genau diesen Beginn des Neubeginns eingeschlagen. Das heißt, hier ist etwas nicht weitergegangen, ja, weil es deinen Erwartungen nicht entsprochen hat und jetzt ruht diese Angelegenheiten sozusagen. Und es ist aber auch mit dem Fuchs hier zu sehen, dass man die Zeit auch hinterfragt. Ja, man denkt, war das überhaupt ehrlich? Ja, war das wirklich die Liebe? War das wirklich die Geborgenheit? War es wirklich so gewollt, dass man hier zusammenkommt oder zusammentrifft? Sieht man hier, weil auf dem Herz auf dem Hausplatz des Reiters, wo die Sense eingeschlagen ist. Da ging es in Liebesangelegenheiten, es gab einen Neubeginn in Liebesangelegenheiten, wo man wirklich dachte, und ich sage jetzt bewusst dachte, weil der Fuchs widerspricht ja diesem Gedanke dann auch wieder durch den Zweifel. Das heißt, man dachte hier, es geht wirklich um Liebe, um Verankerung in der Liebe, dass man sich zusammentut, zusammenschweißt, zusammenkommt sozusagen. Und weil das hier nicht geschehen ist, ja, weil Erwartungen nicht erfüllt worden sind, hat man hier, der eine, entweder du oder der andere, hier die Beziehung abrupt, spontan und unerwartet beendet, weil etwas nicht den Erwartungen entsprochen hat. Nicht aber die Liebe, die war da, die gefühlte Liebe im Herzen. Aber hier war etwas, was nicht der Erwartung gesprochen hat bei dieser Person, die hier sozusagen den Cut reingemacht hat in diesen ursprünglichen Neubeginn, so dass es nicht mehr weitergehen konnte. Ja. Und jetzt hinterfragt man natürlich die Situation, wo gerade Flaute ist, ne, kein Kontakt mehr besteht. Oder einfach jetzt nichts geht, ja, hinterfragt man natürlich, ob es wirklich eine schöne Zeit war, ja, oder warum diese schöne Zeit weg ist, warum hat man hier etwas gecuttet oder gekippt, obwohl es ja eigentlich so wunderschön war, ja, die Sonne repräsentiert etwas Grandioses, etwas Erfüllendes, ja, also das heißt, dass es hier in der Liebe eigentlich sehr, sehr, sehr erfüllend begonnen hat, sehr warm, sehr geborgen, sehr liebevoll, ja, sehr auch erfolgsversprechend, ja. Und dann kam dann dieser Cut und hat alles zum Stillstand gebracht, sozusagen. Und jetzt hinterfragt man natürlich, ob das überhaupt ehrlich war, ob es überhaupt für den anderen wirklich auch so war, so herzerfüllend wie für dich. Ja, weil die Sonne steht auch für Herzerfüllung, Herzwärme. Also alles, was dich wärmt, was dich nährt, was dir was gibt. Ja. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, weil der Fuchs sagt halt eben auch aus, dass dein Vertrauen nicht wirklich
groß ist, nicht wirklich stark ist. Und deswegen wird es auch hinterfragt. Ja, und wahrscheinlich auch deshalb ist hier gerade eine Ruhephase, weil wenn man selbst im Zweifel ist, kann auch etwas nicht wachsen und nicht gedeihen sozusagen. So, wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht oder was kommen will, was kommen wird, was kommen mag. Da kommt der Teufel mit den Süchten und die Sieben der Schwerter. Okay, ja, das passt dann gut zum Zweifel, weil man sich jetzt hier in der Zukunft mit seinen Themen hoffentlich auseinandersetzt. Ja, da haben wir es schon. Der Mond, der darf natürlich nicht fehlen. Der Mond, der dafür steht, welchen Süchten man unterfangen ist, beziehungsweise wo man drinne festhängt, was man aber nicht sehen will. Und was wir jetzt ganz als interessantes Indiz haben, ist das Außen und die Gefühlshaltung im Außen. Ja, das heißt 3, 6, 9, wir haben hier die Gefühle sozusagen auf dem Hausplatz der Blumen und die Blumen sind immer so das willkommene Geschenk. Was will mir diese Situation sagen? Was will mir dieser Mensch sagen? Was will mir all diese ganze Geschichte sagen, in der ich gerade drinne stecke, sie will dir sagen, dass deine Gefühle nicht mit deinem Seelenleben im Einklang sind, nämlich hier die Fische mit der Quersumme 7, die für die Probleme stehen, für die Umwege, für die Irrwege in puncto Gefühle, Gefühlsangelegenheiten. Und ja, dass diese Gefühle einfach auch nicht greifbar sind, weil man selber vielleicht auch eher in der männlichen Polarität ist, wo man Gefühle nicht wirklich zulassen kann, zulassen will, also zulassen kann eigentlich hier, ne, mit dem Mond auf dem Hausplatz der Schlange, ja, das heißt, hier sind Ängste, unbewusste Themen noch in einem drinne, die man halt auch nicht sehen will, wo man einfach auch nicht hinschaut, weil man auch so ein bisschen in der, wie soll ich sagen, so nach dem Motto, nee, 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 also das ist doch überhaupt gar nicht so und ach komm, nee, ist mir zu blöd, das kann nicht sein, so, ne, so gar nicht wirklich hinschauen wollen, wo im Prinzip das Problem sitzt, weil wir hier auch mit dem Teufel sozusagen in etwas festhängen, was mit diesen Ängsten zu tun hat, entweder weil man nicht das leben kann, was man eigentlich ist, ja, aus irgendwelchen Gründen von Glaubenssätzen oder weil man das Gefühl hat, man muss sich so und so verhalten und alles andere ist nicht richtig, alles andere ist nicht erlaubt oder weil, ja, weil man nicht aus sich raus kann, ja, man kann nicht aus sich raus, man kann nicht zu dem stehen, was man ist und somit verhält man sich im Außen komplett anders, wie man eigentlich ist, wie man eigentlich tickt. Und somit ist das Verhalten im Außen ein anderes, wie man innerlich ist. Vielleicht verhält man sich im Außen sehr zurückhaltend, sehr vielleicht auch als Einzelgänger, als Einzelkämpfer, wobei hier im Außen vielleicht ist hier jemand auch sehr im Außen und weniger im Innen. Ja, es kann auch sein, dass du hier die Probleme verspürst im Außen und du aber nicht hinschaust, warum, wieso, weshalb. Ja, und dem liegt sozusagen dieser Zweifel, der in dir wohnt, der sehr präsent auch ist,
als Grundproblem, als Grund, ja, als Hauptproblem, dass es hier sozusagen auch in der Verankerung nicht geklappt hat, ja, weil man vielleicht irgendwelche Erwartungen hat, die nicht erfüllt wurden. Aber es geht halt auch hier ums Generelle, ja, die generell nicht erfüllt werden, weswegen man sich dann absondert, weswegen man sich dann zurückzieht, ne? So nach dem Motto, naja, also hier bin ich total falsch, fehl am Platz, also hier geht es ganz anders rund, hier geht es ganz anders ab, hier habe ich nichts zu suchen, hier bin ich fehl am Platz, hier stimmt etwas nicht, was aber immer dem eigenen Zweifel zugrunde liegt, ne? Also so sich dem Positiven zuzuwenden und weniger zu erwarten, dass das Positive zu einem kommt, sozusagen. Ja, und deswegen ist es hier jetzt leider erstmal, was jetzt hier auf dem Zukunftsposten liegt, ist erstmal so, dass es hier in dieser Situation, wie es war, auch erstmal so bleibt. Die Ruhephase ist noch wichtig, um das hier zu erkennen. Ja, also wir sind hier auf dem Posten des Stillstandes, ja, um aber hier zu erkennen, was ist hier in der Gefühlswelt falsch, warum bin ich hier im Zwiespalt, warum kann ich meine Gefühle nicht zeigen, warum kann ich meine Gefühle nicht leben, beziehungsweise warum werde ich immer enttäuscht und das, was ich mir eigentlich wünsche, tritt nicht ein oder ist in diesem Fall nicht eingetreten, ja, und dieser Zwiespalt, der in dir wohnt, transformiert sich jetzt in dieser Ruhephase sozusagen, weil der Tod besagt ja auch immer, etwas stirbt, damit etwas Neues entstehen kann. Ja, und das, was hier stirbt oder sterben soll oder abgelegt werden soll, ist halt eben auch der Zwiespalt in Bezug auf die Erwartungshaltung oder einfach auch in Bezug auf die Denkweise, dass etwas zu einem kommt und man selber in einer Trauersituation bleibt, in einer Missstimmung bleibt, weil sich die Dinge nicht so erfüllen, wie erwartet sozusagen. Ne, weil man dann hier aus dem Impuls heraus, beziehungsweise wer ist eigentlich egal? Man hat sich hier durch diesen Zwiespalt einfach nicht vorgetraut, beziehungsweise es ging nicht mehr vor und nicht zurück, weil dieser Zwiespalt innegewohnt hat, ja. Sowohl als auch zu gleichen Teilen logischerweise, weil derjenige, der nicht im Zwiespalt ist, der hält auch den Zwiespalt des anderen aus, wobei aber wiederum durch die geistigen Gesetze, die man halt nun mal auch nicht brechen oder kippen oder cutten kann, ist es halt einfach so, dass man auch Gleiches immer anzieht. Ne? Das heißt, es ist im Prinzip egal, wer diesen Cut gemacht hat, oder ob du oder dein Gegenüber hier in der Liebe. Ne? Zwiespalt ist das Hauptproblem in dieser Angelegenheit und der Zwiespalt ist es jetzt, der in dieser Ruhephase sozusagen transformiert wird. Und Transformation findet auch nicht deshalb statt, weil man jetzt hier sich seine Schwächen permanent vor Augen hält und sich permanent anguckt oder hinterfragt, warum es nicht geklappt hat, sondern Transformation passiert deshalb, weil man ins Vertrauen kommt, ins Selbstvertrauen kommt und auch erkennt, und darum geht es auch um die Energien, die wir gerade so haben, die einem durch die Situation, in der man steckt, ja, und jeder steckt in irgendeiner Situation, jeder hat irgendwelche Spiegel um sich herum, ja, Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, die einem diesen Spiegel immer wieder aufzeigen, ja, wo man hier nicht hinschauen will und mit der Karte hier sieht man, dass es halt eben auch um das Außen geht, was für den Stillstand sorgt, beziehungsweise dir auch als Spiegel dient, ja, wo man nicht hinschauen will, wo man festhängt, wo man sich selber reinmanövriert hat, um diesen Zwiespalt zu erkennen und um diesen Zwiespalt zu entdecken. Weil den kann man ja nicht entdecken,
einfach so. Ja, den erkennt man durch den Spiegel im Außen. Wo sitze ich fest? Wo bin ich scheinbar gefangen? Wo geht es nicht weiter? Wo gucke ich nicht hin? Und wer oder was zeigt mir das im Außen? Wo fühle ich mich nicht sicher? Wo hinterfrage ich irgendwelche Themen, wo ich doch eigentlich fühle, dass es super war und grandios war? Warum hinterfrage ich eine Liebe in der Vergangenheit, die einfach zu diesem Zeitpunkt wunderschön war? Ja, warum hinterfrage ich das? Weil es hier im Außen nicht der Vorstellung entspricht, beziehungsweise der Erwartungshaltung entspricht, so wie es zu sein hat. Und wer bestimmt, wie es zu sein hat, ne? Sozusagen. Ja, und all das ist das, was hier sozusagen jetzt transformiert wird, damit man es dann auch durchsetzen kann. Und jetzt schauen wir mal, was hier in Fluss kommt auf dem Hausplatz des Schiffes, was wir hier auf diesem Posten haben, was passieren wird. Denn das Schiff steht ja auch immer dafür, was passieren wird, wonach man sich sieht, Energie folgt der Aufmerksamkeit und so weiter und so weiter. Und dann haben wir hier die Störche. Nachhaltige, positive Veränderungen, weil man was transformiert hat und begriffen hat und weil etwas Geistiges entstanden ist. Ja, alles in diesem Rückzug hier entstehen Transformationen, unbewusst, bewusst, ungewollt, gewollt, die entstehen einfach, weil man sich mit anderen Themen befasst und genau mit diesen Themen, mit denen du dich befasst, das ist dann auch das, weil Energie der Aufmerksamkeit folgt. Das, was du denkst, womit du dich beschäftigst, womit du dich auseinandersetzt, ist dann auch das, was geschehen wird. Das heißt, auch wenn es hier jetzt nochmal richtig rund geht und nicht mal nochmal richtig zur Sache geht, sind es nur liebevolle Botschaften aus der geistigen Welt, die dich an deinen Zwiespalt erinnern wollen und dich verstehen lassen wollen, wenn du etwas als positiv siehst, als glückselig siehst, auch wenn es nicht mehr da ist im Außen, dann ist es glückselig. Ja, es ist nur der Gedanke, der Kopf, der Wunsch, die Illusion, die Erwartungshaltung, die diesen Zweifel hervorrufen. Und das ist das, was dann transformiert wird. Und das ist dann das, was entsteht. Geistiges, neues Erwachen, eine neue Bewusstseinsebene, eine neue bewusste Ebene, eine neue Art der Befreiung auch von diesen Glaubenssätzen, die dich bis jetzt davor zurückgehalten hat. Und was aber auch noch sein kann, ist, dass es hier in dieser Kombi mit den Fischen und mit den Störchen tatsächlich bei dem einen oder anderen um eine Schwangerschaft gehen könnte, weil die Fische stehen in dem Fall ja für das Fruchtwasser, für etwas, was schwimmt und dann entsteht. Also nur noch mal so nebenbei, dass es für den einen oder anderen halt auch wirklich um eine Schwangerschaft gehen könnte, weil wir auch hier mit der Quersumme 8 den Sarg haben im Linnemore-Deck, was wir hier zum Beispiel auch jetzt im Tarot haben. Etwas entsteht und braucht Ruhe, um zu wachsen und zu gedeihen. Und deswegen könnte es hier bei dem einen oder anderen auch hier wirklich um eine Schwangerschaft gehen oder eine Entstehung der Schwangerschaft, weil der Fisch, das Schiff steht auch immer dafür, dass sich etwas entwickelt. Wie gesagt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mit der 10 auch ein Neubeginn sozusagen, ein absoluter Neubeginn, weil etwas in Fluss kommt. Etwas kommt in Fahrt, zwar langsam, ist aber egal. Hier entsteht irgendwas, hier entfaltet sich irgendwas, hier wächst was ran, was entweder ein kleiner Mensch sein könnte, der in deinem Bauch heranwächst, oder einfach eine neue Erkenntnis, weil man sich hier in dieser Ruhephase mit diesem Menschen sich Themen gewidmet haben, die einen weiterbringen, die einen auch in der Bewusstseinsebene weiterbringen und somit auch man auf einer anderen Frequenz energetisch ist. In diesem Sinne, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich drücke euch alle ganz, ganz fest. Ich habe eine wunderbare Community. Und ich werde auch, sobald ich mehr Zeit habe, mich wieder viel, viel mehr euch widmen. Aber aktuell ist ganz, ganz viel in Arbeit und ganz, ganz viel in der Veränderung auch bei mir. Deswegen auch der Sarg. Ne, ihr merkt es schon, es ist alles ein bisschen so rar. Aber
Wie gesagt, es entsteht Grandioses für jeden Einzelnen von uns, je nach Bewusstseinsebene, wo er ist. Aber auf jeder Ebene entsteht immer irgendwas, weil das wär, ne, weil alles immer weitergeht, weiterdreht. Wichtig ist nur, wie man es wahrnimmt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, deine Sandra.